Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Forza Motorsport 7. Es geht weiter im Ferrari 641 von dem werten Herrn Prost. Die letzten drei Rennen der Meisterschaft. Wenn ja die ersten drei bereits gewonnen, das war ziemlich gut. Oh, nette Belohnung eigentlich auch. Die 49.300. Aber erst wurden 3.300 Punkte ausgespielt, oder 3.200. Also ist noch alles offen, es sind noch genug Punkte zu holen. Ich kann auch sehr viel verkacken. Und ich habe beschlossen jetzt, ich habe es ja vielleicht schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich jetzt mal die Schwierigkeit wieder auf Pro stelle. Weil ich die anderen drei Rennen schon relativ einfach gewonnen habe. Das Ganze würde ich mir jetzt gerne ein bisschen schwerer machen. Obwohl Regen ist jetzt auf Spa nicht so das Beste. Aber es war eine sehr, sehr coole Strecke. Eine sehr alte. Sorry. Aber fahre ich immer sehr gerne. Sehr schöne Strecke. Macht sich auch, finde ich, gut für Ausdauerrennen. Der Himmel ist dunkel. Ist bewölkt. Aber immerhin, es regnet noch nicht. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Weil Silverstone ist ja schon... Okay, es regnet doch. Ich wollte gerade das Spiel mal loben. Dass sie mich verschonen. Dass nicht direkt mega hart regnet. Aber natürlich, es regnet wieder. Na gut. Da muss ich da durch. Ob die Rohstoff Vollgas geht? Bei Regen? Who knows? Alles klar. Ja. Sind wir schon mal gut am Start? Okay. Ich starte nochmal neu. Das war eigentlich wie immer mega chaotisch. Wie kann es eigentlich auch anders sein? So, wir versuchen jetzt nicht gerade mitten im Gedränge zu sein. Das ist nicht so unbedingt vorteilhaft. Durchgequetscht. Aber sehr gut davon gekommen. Wir waren gerade 18, jetzt sind wir 6er. Sehr gut, ich habe mich auch sehr weit innen durchgequetscht. Okay, aber warum bremst die KI so stark hier? Weil man sehe, ich weiß nicht, vorsichtig, aber die Rouge geht auf jeden Fall Vollgas. Oh, tschüss, Marc. Alter, es gewittert auch. Wow. Alter. Die Pfütze, die war... Das war fies. Keine Schnelle. Ich habe sofort gegengelenkt. So schnell, wie ich konnte. War absolut keine Schnitte. Wäre schön in die Mauer gekracht. Ich kann zum Glück zurückspulen. Die Kurve hasse ich. Kann ich nie. Ist ja auch gerade wunderbar verkackt. Ich glaube, der Regen, der wird schon ein bisschen weniger. Oder zumindest wird der Himmel ein bisschen klarer. Das Gefühl. Damals tut es auch nicht mehr. Okay, doch. Ich war nur ruhig. Ich hab grad schon gewundert. Ich glaube, ein bisschen besser wird das Wetter. Das Gewitter aufhört. Nein. Hat ein bisschen gedauert, bis er dann mal wieder kam. Okay. Ach, und wieder Erster. Na Mensch. Den ersten Schaltenfahrern, das ist nicht gut. Jawohl. Oh, hier ist sehr weit außen. War doch im zweiten jetzt auch ganz gut, endlich rausbeschleunigen.
Ah, ja. Geht so. Ja, Vollgas. Nicht 100%ig safe, aber gut, schafft man das auf jeden Fall. Ich glaube, gleiche Pfütze wie letzte Runde, oder? Ich glaube, es war die gleiche. Aber diesmal nicht. Da hatte ich ein bisschen mehr Glück. Ich habe vielleicht schon so ein bisschen damit gerechnet. So, jetzt Kurve viel besser genommen. Ja. Auf jeden Fall viel besser. Oh Gott, die Pfütze war nicht so schön. Ich hab mich schön rausgebracht. Jetzt machen sie hier nicht Vollgas. Brauche ich mir zumindest nicht zu. Das hier geht aber sehr früh Vollgas, auch bei Regen. Bremspunkt. Kleines bisschen früher wäre nicht schlecht. Boah, joi, meine Güte. Jetzt mal versuchen, ohne abzukürzen. Okay, nein, das endet in der Wand. Sonst gekratzt. Ich werde es aber so eng wie möglich nehmen. Man muss es irgendwie möglich nehmen. Ich will auch in der Streckenbegrenzung bleiben. Nein. Das Ganze geht aber bei trockener Strecke sicherlich. Kurve. Weiß nicht, ob die perfekt war, aber gut. Wenn Vater das so sieht, nehme ich gerne hin. Wieder perfekt. Der wird aber auch nicht besser, ne? In diesen 3 Runden. Schade eigentlich. Also wenn die Fahrbahn trocknet, das wäre nicht so schlimm. Ich habe absolut nichts dagegen. Die letzten Kurven. Der Sieg ist auf jeden Fall nicht gefährdet. Ich glaube, im Regen hatte ich KI auch hier ziemliche Probleme, da zu kommen. Ich habe auch Probleme, aber deutlich weniger. Was mir wieder mal zum Sieg geholfen hat. So, Rundenzeit nicht verbessert, leider. Immer noch eine 2-2er-Zeit. Aber es gibt, wie viele Punkte? Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt. 1000. Das hätte ja endlich 2000 geben, ne? Jetzt beim letzten 2. Ach, nur wieder 1700, okay. Wird es, denke ich mal, am nächsten Rennen wird, oder dem letzten wird dann was ordentliches geben. Heute erneuter erster Platz. Also sollte mein Vorsprung auf Mark oder Robin gar nicht mal so. Okay, auf Mark. Ja. Ein minimaler Vorsprung. Wir sind jetzt insgesamt bei. Ich kann es gar nicht lesen. Warte. 5000 Punkten habe ich. Mark hat. 400,
50 weniger, mein Gott. Der Vorsprung ist schon ganz gut, aber wir haben immer noch ordentlich Punkte, die ausgespielt werden. Also ist noch lange nichts gegessen. Ich denke mal, das letzte Rennen, das wird mega hart Punkte geben. Vor allem ist es dann da wichtig, gut zu sein. Aber wenn wir jetzt im nächsten Rennen wieder dominieren, werde ich auf unschlagbar stellen. Mal gucken, ob es dann noch unschlagbar ist. Dann müsste es ja eigentlich, ne? Wenn das heißt unschlagbar, dann soll das auch nicht möglich sein, die zu schlagen. Finde ich. So, was nehmen wir denn? Hier mal den Expo. Werden wir vielleicht nochmal gebrauchen. Auf jeden Fall, wir können auf jeden Fall mehr gebrauchen als einen weiteren Formula E-Wagen. Man konnte hier schon durch diese Lose so viele Formula E-Wagen oder konnte ich so viele Formula E-Wagen schon gewinnen. Ist ja der Wahnsinn. Wer braucht denn so viele? Sind doch alle gleich eigentlich. Ist doch nur eine andere Lackierung. So, fünftes Rennen. Monza. Schöne, schöne Strecke. Eine Highspeed-Strecke auf jeden Fall. Aerodynamik lasse ich trotzdem so, weil wir hier noch ein bisschen mehr Topspeed gebrauchen könnten. Ich kann es ja mal richtig hart versuchen. Genau, Tune und Upgrade. So, mal richtig hart wenig machen. Muss ich auch die Gänge länger machen, ne? Ich mache das einfach mal. Ich probiere es mal. Machen wir so. So und dann die Gänge länger. So, was haben wir jetzt von Top Speed? Uiuiuiui. Ach du Scheiße. Ich probiere es einfach mal. Was kann es denn schaden? Weil Monster ist echt so eine Top Speed-Strecke. Wissen, ob ich auch nicht die schnellsten Durchschnittsgeschwindigkeiten in der Rennen gefahren werden. Der Formel 1 Rennen. Übel auf jeden Fall. Sehr, sehr übel. Mal gucken, was daraus wird. Nein, Fabian, das machst du so nicht. Ich würde auch gerne wieder auf den Asphalt kommen. Okay, das geht nicht hier. Dann nochmal. Ich kann halt schlecht vorbeikommen, ohne vom Gas zu gehen. Das war gerade mein Problem. Ich will halt nicht vom Gas gehen. Ich will schon weiter draufhalten. Am besten gleich am Start schön viele Plätze gut machen. Wenn es geht. Uiuiuiui. Habe ich mich verbremst. Man merkt schon, der Kurvenspeed ist langsamer. Auf jeden Fall. Ich bin nicht ganz so stabil in den Kurven. Da war es halt mein Speed-Up normal. Sorry. Das hat jemand gesehen. Ach du Scheiße, Alter. Der Ding abgeht. Scheiße. So, Henry, mein Freund. Windschatten nehmen.
Uiuiui. Nicht gut genommen. Aber Speed ist geil. Schau, wenn die ganze Top-Speed angegeben ist, das leider nicht. Ich glaube ich daran, dass er einfach gerade davon noch zu kurz ist für diesen hohen Top-Speed. Oh. Aua. Mag der Rabauke hier. Tschüss. Warte mal. Der juckt hier. Okay, 4 Runden ist ganz gut eigentlich. Oh, scheiße. Sorry, das tut mir alles leid. Ich bin gerade wie ein Depp auf die Strecke gefahren. Ich wollte jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Macht nichts, nur noch 2 Runden. Ihr seht es ja selbst, ne? Also. Ich bin schon sehr schnell unterwegs. Sorry. Sorry. Und schon wieder 7. Unterbremst. Aber nur knapp. Müssen wir minimal früher bremsen. Blödsinn. Komm. Das war easy. Ich muss das schaffen, erster zu werden. Kürzen sicherlich. Alter, das war ganz schön hart, wie ich darüber gefahren bin. Uiuiui. Nein. Ich werde aber trotzdem überholen. Nein, so nicht. Ich will jetzt nicht, dass er direkt hier von der Strecke abkommt. Gott. Erster wird knapp auf jeden Fall. Nein, 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 nein. So geht das nicht. Ich bin schon gegen den Metbus-Krieger unfair gefahren. Aber bitte lass mich überholen, bitte. Ich möchte. Ich stehe einfach nur außen vorbei. Geht doch. Das war ziemlich dumm von uns beiden.
Nein! Ja, also hier die Grundanlagen, die haben sie in Monster sehr gut gemacht, muss ich sagen. Aber die helfen mir jetzt leider nicht, nicht im Rennen. Hallo! Der Platz wäre auch nicht schlecht, mein Freund. Wie fahre ich denn eigentlich gerade? Aber komm, hier, können wir ruhig hier ein bisschen Platz lassen beim Überholen. Müssen sie sich in der Mitte breit machen? Ich finde jetzt aber nicht so in Ordnung. Ich werde auch erster, glaube ich, oder? Der kommt, wie langsam die da durchfahren. Das ist unglaublich. Der ist ja wohl. Kann ich ja locker schneller durch. Also würde ich sagen, fahren wir das letzte Rennen auf unschlagbar. War sowas von. Okay, das sind 2000 Punkte. Also wird es dann wohl fürs letzte Rennen 3000 Punkte geben. What the fuck, einfach nur. Ja, das sieht doch bis jetzt ganz gut. Weil meine Rundenzeit, die ist halt. Ja. Jetzt sage ich jetzt mal gar nichts. Ich spiele auf Pro und. Bin nicht der krasse Fahrer. Und meine Rundenzeit, die ist einfach übertrieben. Also, wie schlecht die KI im Gegensatz dazu ist. Kein Speicher Platz? No. Ich sehe wieder welche löschen. Ich werde nicht alle bis zur vorletzten Folge löschen. Also, so. Die restlichen, die brauche ich noch. Oh, dann fahren wir jetzt auf den Schlagbar. Ganz einfach. Ich meine, viel zu verlieren habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Wenn ich jetzt nicht gerade die mega Scheiße baue. Also die Meisterschaft, die sollte safe sein. Kohle abholen. Gar nicht mal so wenig. Und ja gut, EP also da nicht so viel dafür. Schade. Regenwolken ziehen auf. Die Strecke wird gleich nass sein. Danke. Okay, wieder Regen, Suzuka. Ist das die normale Variante oder die? Okay, die normale. Ich mach's trotzdem. Zack, Schlagbar. Ich bin, glaube ich, in der Aufnahme noch nie in Schlagbar gefahren, oder? Also ich kann mich gerade nicht an irgendwas erinnern. Vielleicht noch am Anfang, vielleicht noch im Ford Focus erst. Bin ich da auch von Schlagbar gefahren? Schon so lange her wieder. Das ist über 3 Monate her. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir versuchen es mal. Ja, ich mache es einfach mal. Weil viel zu verlieren habe ich halt wirklich echt nicht. Ich habe einen ganz guten Vorsprung. Besser könnte der Vorsprung nicht sein. Ich habe alle Rennen bisher gewonnen. Ja, ich setze mich mal kurz um. 3 Runden haben wir Zeit. Das geht klar. Auf Suzuka bin ich nicht ganz so top. Aber noch regnet es nicht. Sehr gut. Jetzt muss ich noch mal einiges rausholen. Raushauen. Rausholen, mein Gott. Nein, ey. Krypto-Shankster. Ist mein dummer Name. Wo ist das denn gerade? Okay, Unfall hinter. Alter. Das ist noch sehr schön eigentlich. Sieht aber logischerweise sehr. Ach scheiße, sehr stark nach Regen aus. Was ist denn da passiert? Ja, den habe ich schon mal. Ja, jetzt okay, jetzt kommen die richtigen Regenwolken.
Also wird es gleich anfangen zu regnen. Oh nee. So, wieder immer noch das Setup drauf. Ich habe gar nicht geändert. Ja, perfektes Maul. Ich habe ihn abgeschossen. Das auf jeden Fall. Das habt ihr genau richtig gesehen, Forza. Ich hab den Typen abgeschossen, wenn wir ihn überholen. Und perfektes Überholmanöver. Oh, shit. Nein, ich will ihn so nicht überholen. War nicht mit Absicht. Ich hab mich verbremst. Ich gucke es auch echt assi. Kleiner Denkanstupser. War das denn immer noch gut? Okay. Was gerade machen die da? Alter! What the fuck? Wie der mir reingefahren ist. Okay, die Kurve. Ja, man sieht's. Ist nicht so die Stärke der KI. Naja, war es eigentlich auch nicht, aber ich war nicht ganz so schlimm. Ja, gut, ne? Das hat er so gut gemacht. Der nächste ist auch schon vor mir. Der hat sich ein bisschen abgesetzt. Für den Kurven eigentlich einen ziemlich großen Nachteil mit meiner Aerodynamik. Den ich dafür gedacht ist. Oh Gott. Yo. Alter. Ich fand das irgendwie gerade geil. Okay, ich habe ein wenig spät gebremst. Okay, ich habe erstmal ein schönes Kiesbett. Das ist aber unschlagbar. Na klar, das Gegnerfehler machen ist völlig normal. Das ist aber schon hier ziemlich hart, ne? Und das dann vor allem auch alle machen, so irgendwie. Wenn es nicht nur einfacher macht, sondern dann 5. Dann kommt mir, das ist vielleicht nicht ganz so normal. Jetzt mit der Regen nach anderthalb Runden. Ist aber nicht so schlimm. Wird immer eineinhalb trockene, halbwegs gute Runden. Henrik ist mal noch hinter mir. Gut, aber gerade mache ich wieder einiges gut. Bremspunkt, oh, super getroffen. So, und dann noch letzte Runde im Regen. Oh, läuft ziemlich entspannt hier. Oh, meine Güte, Alter. Ich würde über die Aerodynamik generell noch ein bisschen höher stellen. Jetzt nicht ganz so hoch, wie wir es vorher gefahren sind, aber ein bisschen höher geht auf jeden Fall doch noch. Weil der Wagen noch einiges zulässt. Und sie auch so noch ganz gut fährt. Hallo Gras, ist sehr schön. Muss ich aber leider wieder verlassen. Übrigens ist die hier so in der Klasse nicht wirklich gut. Sind da echt Probleme mitzuhalten. Ist auch unschlagbar. Ist eigentlich egal, ob im Regnen oder im Regen oder wenn es trocken ist.
Bei 60ern, 6ern ist schon ziemlich geil, ne? Und ich bin wirklich, muss ich zugeben, relativ fair gefahren. Es war in Ordnung. Na klar, war nicht jedes Überholmanöver regelkonform. Ich bin aber schon deutlich freundlicher gefahren. Diesmal ist Henry Zweiter geworden. Danach ein. Okay, was soll denn mein aus meiner FL? Fand ich alle gar nicht mehr mit. Der Henry ist jetzt Zweiter. Wo ist denn hier Marc? Der war vorhin noch mal so gut. Schau mal runter. 16. Platz nicht gut. Aber ja, gut, der Rest ist noch weiter hinten. Ach du Scheiße, was haben die denn hier gemacht? Vielleicht mussten die in die Box vielleicht irgendwie wegen Unfall? Ich habe es zwar nicht gesehen, dass jemand in die Box musste, aber. Boah, 10.000 Punkte. Und ich habe ganze 1.900 Punkte Vorsprung. Und der nächste ist auch noch Zweiter geworden durch dieses Rennen. Hat auch mal Robin und Mark Wolt ist jetzt noch Zweiter geworden. Nice! Und der Mapbus-Krieger ist leider um 3 abgestiegen. Schade. Was hätte er noch Zweiter geworden? das wäre jetzt für mich ziemlich bitter. Zum letzten Mal nochmal überholt zu werden, das ist dann ist nicht so ein schöner Moment. Trotzdem, Dritter vermarkten es ja auch, denn ist gar nicht mal so übel. Ist ganz nett. 10.000 Punkte, wir haben alle Rennen gewonnen. Aber geil. Puh, ich bin jetzt irgendwie. Obwohl, das fand ich jetzt auch gar nicht mal so anstrengend. Hat auf jeden Fall mega mäßig Spaß gemacht. Und gerade weil es so geil war, machen wir jetzt noch einen Schauer, obwohl die Folge eigentlich schon jetzt vorbei wäre. Aber das eine Schauer machen wir noch. So, ich nehme auf keinen Fall den Wagen. Ich brauche davon nicht alle 10 Stück. Wozu? Was? Ein RS6 kostet so viel? Wie viel hat 1000 Mal für die Karaben mit Upgrades? Ach du Scheiße. Das sind Wucherpreise hier. So schön am Blackscreen. Ah. Die ersten 10.000 Punkte fehlen noch 40.000. So werden wir wohl noch 4 weitere Meisterschaften fahren müssen. Trotz der Schaurennen. Was haben wir hier? Okay, die Hochgeschwindigkeitsverfolgung im 911 im Flying Lizard. Das ist dann mal geil. Der Wettkampfblock im Ford Shelby GT 350R. Geil. Und das ist mal. Oh, ja, im Imsa. Oh, joi. Die sind eigentlich alle geil. Okay, oh, erst noch sind auch alle schon geil. Aber, oh, ein Imsa. Ja, sorry, ne? So, viel nicht Porsche lieber, aber so ein 15er von Audi. Oh, joi. Den muss ich jetzt aber fahren. Und der fährt sich auch ziemlich geil. Ich bin Kaiser den, oder ich bin den letztens auch gefahren. Wir sind gefahren auf einer Nordschleife mit der Klasse. Kai ist das M1 Pro Car gefahren und ich hier den Imsa. Just feel good because you know you're about to hear something scream across the track, make big power. There's something that just, it's like fireworks in your soul. To be trackside and to hear cars when they go by you. You know, I always tell fans, if you want to go to a race and see it, it's not lap one, it's lap two. When they come by wide open and you feel the insides of your body shake from that horsepower and that speed as they just fly by you, that's something special. Ja, das ist in der Tat was ziemlich Besonderes. Wir fahren auf Watkins Glen auf der Gesamtstrecke 4 Runden. Wir sollen wieder mal unter die ersten 3 kommen, denke ich mal, gegen andere im Saas. Nee, oder? Ist doch hier. Ist das hier sogar mehrklassig? Oh! Wir fahren auch gegen Gruppe C Autos. Eieieiei. Und hier sind dann noch die, hier haben wir jetzt Poker, ne? Ford Capri, 3.0, CSL, da, Ferrari, Mercury, alles, Nissan. Geil! Der Ferrari, der ist nur S? Und so viele Punkte mehr? Läuft doch. Aber hier noch, der ist X-Klasse, der Nissan? What? Okay, ich glaube, gegen die anzukommen wird auf jeden Fall ziemlich schwer. Unter den ersten 3. Oder sind dann die ersten 3 nur in meiner Klasse? Wird das klassenweise gewertet oder in der Gesamtwertung Dritter?
Oh nein, 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 warte, nicht auf unschlagbar, um Gottes Willen. Nein, ich will zurück. Ah. Der Sound war gerade schon geil, ne? Also der Sound ist den, finde ich, es hört sich absolut geil an. Ich weiß nicht, ob es realistisch sich anhört, aber geil auf jeden Fall. So, wir machen wieder auf Experte, wieder auf normal. Wir würden ein bisschen längere Folge, mein Gott. Hab ich nichts dagegen. Ihr denke ich mir auch nicht. Okay. Wird doch klassenweise gewertet. Nicht gut. Das ist auch fair. Weil gegen die werden wir nicht ankommen. Sechs Runden, ach du Heilige. Habe ich auch einen sechsten Gang? Okay, habe ich. Aber Topspeed-Probleme, okay. Da ist noch ein anderes Auto hinter mir. Okay. Das hatte ich mit Kai hier mit Indica gefahren, wo ganz klein. Er fährt sich doch ein bisschen anders. Und halt, ja, man sieht's. Dass das Ding von Kurvenspeed hat. Aber was ich jetzt mal mache, ich schalte nochmal die Kupplung hinzu. Das ist, glaube ich, auch ganz cool. Ich finde halt den Sound abgrundtief geil. Ich sage soundtechnisch mit einer der besten Autos, die ich hier in Forza 7 gehört habe. Von innen, ja. Finde ich jetzt hier von außen geiler an. Was sagt der Ladedruck? Oh ja. Fast 2,7 Bar. Kann man machen. Wir gehen aber wieder in die Außensicht. Wenn auch nicht am Ende besser gefällt und sich auch besser anhört, ist eigentlich bei den meisten Fahrzeugen so, dass sie sich in der Außensicht viel besser anhören als in der Cockpit-Ansicht. Das ist auch logisch. Oh, das ist geil. Ich sehe gerade, die KI, die kommt absolut nicht mit. Wird auch auf Experte, auf Pro lassen sollen vielleicht oder machen. Stellen sollen. Schlagbar weiß ich nicht, ob ich da gewonnen hätte jetzt noch. Oder erst unter die ersten drei. Weil immer hat der Wagen auch einen ziemlich großen Vorteil gegenüber eigentlich allen anderen. Man sieht, es steht hinten, nämlich Audi Quattro im Vierradantrieb, logischerweise. Das ist natürlich ein riesiger und auch ein ziemlich geiler Vorteil. Hallo. Der wird zum Glück keinen Schaden haben. Da bräuchte ich sowas auch nicht zurückspulen. Kurve. Wieso sechs Runden? Die bräuchte ich doch gar nicht. Ich würde sagen, vier hätten auch gereicht. Wenn ist ja auch eine relativ lange Strecke. War glaube ich 5,5 Kilometer. Das ist schon eher was Längeres. Was war denn da? Noch? Runden die mich schon? Nee, oder? Warte mal. Wer heißt denn, mein Freund? Ich überhole doch einfach. Ich will den Namen sehen. So, überhol. Auf jeden Fall sauber. C9. Wo ist denn hier irgendwo ein sauber? Der erste.
Ist das der 12.? Ist das der letzte? Okay, das ist dritte Runde. Überrundet er mich jetzt schon, oder wie? Nee. Also war der wohl ziemlich schlecht, oder? Unfall vielleicht oder so? Seit er mir geblieben ist? Wenn mich jetzt erst überholt. Das war schon bitter, ne? Wenn man so im Auto langsamer ist jetzt als mit meinem hier. Wie er es in der dritten Runde überholt hat. Okay, jetzt ist er auch weg. Jetzt sehe ich da absolut kein Land mehr. Ein wenig früh. Oder wenig spät eingelenkt. Wir fehlten da schön ausfahren, das gefällt mir sehr gut. Kurz nach der Kurve schalten, das ist halt immer blöd. Ja, fast wieder gegangen, super. Hier würde ich aber 5 umschalten müssen, ist doch kein Problem. Wenn du jetzt schaltest und dann direkt darauf wieder bremst, das macht halt nichts wirklich Sinn. Würde ich halt lieber noch im niedrigeren Gang bleiben. Noch kurz im Begrenzer vielleicht sein. Das sind halt teilweise schneller, als dann noch ein extra zu schalten. So, knapp die Hälfte geschafft. Rundzeit also um die 2 Minuten. Das ist die Folge so in etwa 7-8 Minuten zu Ende. Oh, joi, was habe ich denn da gemacht? Wieso spät gebremst? Habe ich zu früh von der Bremse gegangen? Ich weiß es gerade nicht. Es beginnt wieder zu jucken. Hat gar nicht wahr sein. Immer juckt mir irgendwie was. Auge, Nase. An sich irgendwo im Gesicht. Ja, Bremspunkt ganz gut. Das Offroad-Fahren schadet nicht. Wir brauchen Quattro. Das ist halt nicht so wild. Ich will jetzt mal mit dem Ford Capri vielleicht nicht machen. In der Ford-Einlage. Tut dem Wagen nicht so gut. Ich glaube, ich schluck auf. So ein bisschen. Oh. Kurz halt mir jetzt die schlechter, ja gut. Die Runde ist ja klar. Wegen dem Verbremser in der ersten Runde. Die Kurve hier war ein bisschen zu schnell irgendwie. Nicht so die Strecke für den Audi. Obwohl sich auch super erfahren lässt, super neutral. Den Arena-Antrieb. Sich sehr angenehm, auch auf der Nordschleife. Ich bin da mit dem Wagen ohne Einfall einfach so gefahren. Für sich super. Kann man das M1 Pro K ebenso. Will ich dann vielleicht auch mal fahren. Demnächst. Oder irgendwann. Also an sich sowieso, aber in der Aufnahme weiß ich nicht. Ich werde aber sicherlich einige Klassen versuchen irgendwie nochmal zu fahren oder an sich immer einige Autos mehr rauszupicken aus einer Klasse, die wir schon mal gefahren sind. Und ich will natürlich auch jetzt in der Meisterschaft die Autos wechseln. Finde ich aber irgendwie blöd. Weil jetzt, was ich nur 2 Räder renne, wieder Auto wechseln, das finde ich jetzt irgendwie nicht so schön. Kann sich gar nicht so wirklich aufs Auto so einstellen. So finde ich ein bisschen wenig. So 2, 3 Rennen für ein Auto ist ja halt maximal eine Folge.
finde, so ein Wagen ist dann schon doch zwei Folgen würdig. Oder eine ganze Meisterschaft. Fang es an, so wie wir es beendet haben. Nee. Umgekehrt. Wir beenden es so, wie wir es angefangen haben. Hier früh gebremst. Rundenzeit deutlich besser. Was aber wohl daran liegt, dass die Runde sauber ist. Okay, die andere war auch sauber. 5 Sekunden besser. What the fuck? Nein! Okay. Noch sauber. Faradindulli. So, Runde sollte vielleicht besser werden. Was hatten wir da? 1, 53, 7. Ne. Wo war die Runde aber bitte 5 Sekunden besser? Du bist dann niemals durch meinen Fehler da vorne 5 Sekunden verloren. Ne, das nicht. So viel nicht. Vielleicht 2 Sekunden. Aber nicht 5. Wo hab ich denn bitte 5 Sekunden jetzt auf einmal gelassen? Das ist mir gerade noch ein Rätsel. Sah doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Uiuiuiui, nicht gut. Das Ding abgeht. So, wieder 200 drauf. Als wenn das nichts wäre. Das wird das, glaube ich, so bei um die knapp 300 km/h. Genug auf jeden Fall. Sagen wir es mal so. Fahrensattel da hinten. Werden wir da sehen, allein. Mit Eugen Abstand zur KI. Hätte man mich auf Pro fahren können. Eigentlich sogar vielleicht sogar ein Schlagbar, glaube ich. Ich wollte dieses Rennen schon gerne am ersten Anlauf schaffen. Bei Experte war ich mir sicher, dass ich das tun werde. So, schon mal auf normalen Stellen, Handschaltung. Dass es beim nächsten Mal keine böse Überraschung gibt. Wunderbares Auto. Richtig, richtig geil. Und 2000 Punkte. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 12.000 Punkte. Gefällt mir auf jeden Fall. Wir sind quasi in unserer Klasse Erster geworden. Das war doch super. So. Okay, von uns ist noch keiner am Ziel. Doch, der 3.0 CSL, okay. Jetzt der Mercury auch. Ich war mit relativ großem Abstand der Beste von uns. Ja gut, der vor, Alter, eine 1.38er Zeit, not bad. Wieso so 1.50er Zeiten? Wir sind halt schon deutlich besser. Also ich hätte auch nie gegen die gewinnen können. Wir wollten halt, habe ich nur gefragt, wie das gewertet wird. Obwohl, also zum Glück sinnvoll gewertet. Und das andere wäre unfair gewesen. Geile Kiste aber. Ich liebe es. Fünfzylinder sind halt geil, ne? Auch heute noch. Jetzt zum TT oder RS3. Wer baut eigentlich heutzutage noch Fünfzylinder-Motoren? Also jetzt finde ich, jetzt aktuell. Außer Audi. Ich meine, Ford hat es. Focus RS. Zweiten Generation. Ja, das ist doch, also wir bekommen erstmal den 1989er Audi Nummer 4 Audi 90 Quattro IMSA GTO. Wer hat denn noch 5-Zylinder Motoren? Außer Audi. Halt, Ford hatte ich ja, ne? Ich glaube,
Volvo hatte auch mal welches, aber glaube ich auch ein bisschen her. Sonst fällt mir gerade aktuell keiner ein. Vielleicht noch, wenn man das nehmen würde, glaube ich, Donker Ford. Die haben aber halt einen Audi-Motor. Ich glaube, da war auch ein 5-Zylinder drin. Sonst glaube ich für fast keiner. Also ist der Audi mehr oder weniger konkurrenzlos mit diesen Motoren. Aber ein Motor ist ja nicht unbedingt das, was am Auto am besten ist. Nicht das Verkaufsargument. Oder sollte zumindest, wenn ich nicht sein. Na klar, ein geiler Motor bringt natürlich schon viel. Aber der Rest ist auch deutlich wichtiger als nur dieses Maschinchen da vorne. Auch so schnelles Maschinchen, was der Audi baut mit 400 PS. Geht auch nicht ab. Naja, genug geredet. War eine geile Folge auf jeden Fall. Mega Spaß gemacht. Was fahren wir dann beim nächsten Mal? Ich weiß es nicht. Will ich erstmal mir die Tage überlegen. Wo die Tage? Vielleicht wieder morgen auf. Mal schauen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht auch schon morgen 18 Uhr. Und tschüss.